Meine Frage, also du hast ja gelernt, also du hast ja gesagt, ich habe den Koran hinterfragt, kritisch gelesen, weil dein Geist ja so eine Haltung hat, die Sache zu erkennen. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu erkennen? Lange, das ist kein Prozess von heute auf morgen. Du musst dir für dieses Thema Zeit nehmen. Das kannst du nicht von heute auf morgen alles begreifen. Du musst also Ja. tagtäglich, Tag ein, Tag aus dich für dieses Thema interessieren. Für Gott Unglaublich. und Religion und alles Ja. Mögliche. Weil sonst bringt Ja. das nichts. Wenn du keine Lust auf dieses Thema hast, dann bringt das auch nichts. Ich Bringt habe aber dermaßen nicht. Lust auf dieses Thema, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und das von Ja. morgens bis abends meine Sache war. Und deswegen Unglaublich. zeige ich das ja auch allen, was ich so alles herausgefunden habe und teile das mit Deutschland, Österreich, Schweiz. Mittlerweile sind wir ja schon international unterwegs. Und warum trauen sich Menschen wie Peer Vogel und Abonaggi oder so, warum trauen die sich nicht mit dir zu reden? Die trauen sich schon, aber die möchten sich nicht unangenehmen Fragen stellen. Verstehst du? Weil sie wollen ja nicht ihre Schriften angreifen. Weil stell dir mal vor, ich sage Ach auf einmal, so. ja, Ibn Kathir sagt das. Was will denn Pierre Vogel dann auf einmal sagen? Ja, der Ibn Kathir ist ein Idiot und hat keine Ahnung vom Islam oder was? Das ist eine Katastrophe. Also Ja. weiß er, dass er eventuell dem Islam schaden würde. Deswegen kommt er zu keiner Diskussion. Weil selbst die Unglaublich. Schiiten machen ihn ja fertig, weil sie alle Ja. arabischen Sprachen mächtig sind. Sie können also die sunnitischen Bücher aufschlagen und sagen: Hör mal zu, hier, guck dir das mal, was da steht. Und du machst uns jeden einen Vorwurf, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die sunnitischen Muslime, die arabisch-sunnitischen Muslime, fähig sind, auch in die schiitischen Bücher reinzugehen und zu sagen: Guckt euch diesen Haufen an. Beide, siehst Ja. du, beide können zeigen, dass der Islam Schrott Ja. ist. Ja, und wie wird das jetzt sein mit den Menschen jetzt überhaupt generell? Ich meine, wir leben in einer christlichen Staat, also christliche Welt und mit vielen Glauben, verschiedenen Glauben. Wie siehst du diese Welt hier? Ist sie christlich oder muss sie noch irgendwie noch? Nee. Ah, diese Welt ist überhaupt nicht christlich. Der Gott dieser Weltzeit ist der Satan, 2. Korinther 4,4. Denn der Gott dieser Weltzeit hat die Sinne der Menschen verblendet, dass sie das herrliche Licht des Evangeliums nicht bemerken. Ja. Verstehst Ja. Und War mal deswegen das sollte sich so. jeder Gedanken machen. Jeder Ich Gedanken glaube, machen, ja. weil hier auf der Erde das Sagen hat und das ist der Teufel. Verstehst du? Aber Amir, hast du keine Angst, wenn du jetzt so zum Beispiel rausgehst oder so, dass du irgendwelche Menschen. Wurdest du noch nie angegriffen oder sowas? Nein, das nicht. Du siehst ja, die meisten Muslime sind ja auch friedlich. Die meisten Muslime kennen mich ja auch von den Videos von ABK. Die meisten lieben mich ja auch. Die sagen: Hey, Janne, Amir, also ich will jetzt nicht ja, ich würde mal sagen, zu heftig rangehen, aber wie sollen wir dich als Menschen, als Personen in Gedenken haben? Also zum Beispiel, Gott bewahre, irgendwas soll passieren oder so. Wie sollen wir dich als Menschen sehen? einfach als jemand, der für das, wofür er überzeugt war, mit seinem Leben bezahlt hat. Als das, Unglaublich. was er auch so bereit war, auch aufzugeben. Denn ich bin bereit, Ja. für meine Überzeugung auch dementsprechend Konsequenzen zu erleiden. Weil wenn du nicht dafür bereit bist, dann brauchst du auch nicht diesen Weg zu gehen. Aber ich bin bereit, diesen Ja. Ja. Mann, 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 Weg. ey. Das sind so viele Sachen. Das sind, also, das ist unglaublich einfach, ey. Und wie ist das eigentlich? Guck mal, wenn deine Eltern ja Schia Ja, sind natürlich. Das ist kein und einfaches Unterfangen. Bitte? Ja. Deine Eltern sind ja Schia, also die sind ja noch Muslime, hast du ja gesagt. Die haben diesen muslimischen Kopf. Sie werden ihn auch niemals ablegen können. Das ist immer in ihnen verankert. Ne? Immer. Ja, das ist das, ey. Mann, 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 unglaublich, ey. Ja, weißt du, guck mal, also meine Intention ist so, Amir. Also ich als Alevite wünsche es mir sehr sogar, dass wir zusammen alle leben, uns alle einander zuhören, dass wir ein friedliches Miteinander leben können und jeden ausreden sollten und jeder seine Entscheidung selbst treffen sollte, ohne dass irgendjemand kommt, irgendein Priester hat Imam oder so, der uns dann sagt, ja, du kommst deswegen jetzt in die Hölle oder so, sondern wir müssen miteinander ja
irgendwie Damit hast du doch klarkommen. kein Problem, wenn jemand zu dir sagt, Amir, wenn du an Jesus Christus glaubst oder an irgendwas anderes glaubst, dann fährst du zur Hölle. Lass mich das doch selber entscheiden, an was ich glaube. Ich habe nur ein Problem damit und ich denke, ganz Deutschland hat ein Riesenproblem damit, dass wenn Ja. Muslime eines Tages die Mehrheit bilden, uns vor die Wahl stellen und sagen, entweder du glaubst an den Islam, bezahlst uns Schutzgeld oder wir werden dich töten. Damit haben wir ein Problem. Was interessiert mich, ob jemand sagt, ja, du fährst zur Hölle, ja, und dann soll er das halt sagen. Ja. Wir haben ein Problem damit, dass jemand nicht mit einer Kalaschnikow hinter uns steht und sagt, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder du wirst getötet. Das ist Ja. heftig, Mann. Mann, das ist echt heftig, Alter. Ja, das ist echt Also, heftig. ich meine, ich sehe das ja alles, aber Bro, du siehst das auch selber. Ich meine, du bist ja wie so ein Wanderpriester in der modernen Zeit. Ja, ich bin der Dr. Sherk am Armee von Deutschland, Österreich und Schweiz. Der arme Junge, Alter. Du bist echt so heftig, Bruder. Ja, aber Bruder, ey, ich finde, Amir, guck mal, du machst ja deine Sache gut irgendwie, aber du musst auch gucken, dass du, ja, Bruder, guck mal, die Sunniten, die Leute, ja, du weißt ja, wie die sind, ne? Wenn man jetzt wie du zum Beispiel mit den Wahrheiten ankommst, dass sie dann ja, aggressiv werden, sauer werden. Vielleicht kannst du das ja anders noch ein bisschen rüberbringen, Bruder. Ja, wie willst du das denn rüberbringen? Sobald du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes, ist schon Feierabend. Dann sagen die, Allah Ja. hat keinen Sohn. Hör auf, sowas zu verbreiten. Jesus ist nur ein Prophet. So sind die. Ja. Also ge gestern haben die, gestern, gestern haben die zu mir auch gesagt, Egal, wie was, wenn du ganz normal sagst, Jesus liebt euch. Jesus ist der Sohn Gottes. Da kommen die Muslime, was? Jesus ist Sohn Gottes. Nein! Du Schafe, da ist so ein Prophet. Hör auf, sowas über Jesus zu sagen. Also gestern habe ich versucht, alles Mögliche mit denen zu besprechen auf friedliche Art und Weise, aber die haben gesagt, dass ich ein Käfer bin. Selbst wenn du friedlich kommst, du bist ein Ja, Mann, Käfer. also das hat mir echt wehgetan, Mann, ey. Es bringt also nichts. Du kannst machen, was du willst. Ja, Sobald ist es ganz um schade, Jesus Christus geht, da scheiden sich die Geister. Merkst du? Sobald die Christen sagen, Jesus ist der ewige Sohn Gottes, da geht's schon zur Sache. Aber Amir, irgendwie habe ich trotzdem Angst, Alter. Stell dir mal vor, Alter, auf einmal liegst du falsch, Alter, und danach. Nein. Ich würde doch nicht umsonst hier mein Leben einsetzen, wenn das eine Lüge wäre, Mann. Ist schwierig, Bruder, ja, weißt du, ich meine, wir waren ja alle Deswegen nicht habe ich dir da. gesagt, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für deine Ewigkeit, weil du kommst da nicht mehr raus. Du wirst in den Tod gehen und dann wirst du für Ewigkeit deine Augen zumachen und dann wird das eine Reise ohne Rückkehr. Du kommst also nicht zurück, um zu sagen, Gott, lass mir noch mal einmal Zeit, dass ich mich entscheide. Dass ich mich für Jesus Christus entscheide, deinen ewigen Sohn Gottes, der für meine Schuld bezahlt hat, weil ich bin nicht perfekt. Ich sündige und ich brauche jemanden, der für mich einsteht. So ist das. Mann, Alter, das ist einfach eine Sache, ey, wow. Was ist das? Nimm dir Zeit für Gott, nimm dir Zeit für deine Ewigkeit. Na, das ist das. Also, ich persönlich, also nicht, dass, nicht, also ich weiß, dass der christliche Religion, also jüdisch-christlich oder so, man kann aber auch, ey, Amir, man kann doch auch, wenn man jetzt ein Sunnit oder ein Islam-Mensch ist, dass man auch in friedensvoller Weise leben kann, ne, oder? Ja, es gibt Muslime, die natürlich außerhalb des Korans ganz normal friedlich ihr Leben leben, aber lehrt der Koran friedlich sein? Nee, absolut nicht. Lehrt die Sunna friedlich zu sein? Absolut nicht. Du siehst also, das Leben von Mohammed bestand nur darin, Dschihad zu führen. Er sagt auch, es gibt keine bessere Tat als den Dschihad. Und wenn jemand Dschihad oder Fisabilillah kämpft, ist es so, als würde er also ununterbrochen fasten und beten. Muss dir mal vorstellen, was das für eine Aussage ist. Darf ich dir mal was fragen? Und zwar, stell dir mal vor, Jesus wäre in Arabien, da wo Mohammed geboren ist, auf die Welt gekommen. Wie würde er dort vorgehen? Also wäre er dann genauso friedlich oder würde er sagen, oh Mann, mit dem Arabern ist nicht zu spaßen, da muss man ein bisschen härter rangehen? Nee, der hat auch ganz hart mit den Pharisäern gesprochen. Also der Herr Jesus Christus hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, sondern er hat immer direkt und ehrlich alles gesagt, was gesagt werden muss.
Aber warum ist er denn, warum hat er denn das gemacht? Ich meine, warum hat er gesagt, okay, mit 33 Jahren, also er wurde ja 33, dann hat er gesagt, okay, hier ist Schluss. Warum hat er nicht weitergemacht? Das Problem ist, sie haben ihn ja angeklagt. Und dann ist er halt mit 33 Jahren gestorben. Er wurde wegen Gotteslästerung zum Kreuzestod verurteilt. Und das wurde schon tausende Jahre vorher prophezeit. Jesaja 53. Das ist das vernichtendste Kapitel, selbst für die Juden und für die Muslime. Der Boden unter ihren Füßen wird weggezogen mit Jesaja 53. Lies es dir mal durch. Und dann siehst du, wie atemberaubend Gott ist. Atemberaubend er ist. Ich hole dich Mann, gleich wieder rein. Bis gleich. Okay, Amir. Okay. Ja, die liebe Dr. Sera. Dr. Sera, wo haben wir? Dr. Sera. Dr. Scherer, wo haben wir, ist auch ein leidenschaftlicher Sänger. Soll ich euch auch ein Ständchen vorsingen? Aber Dr. Scherer, wo haben wir, ist multitaskingfähig. Er fährt, singt, predigt, widerlegt den Islam. Für Diskussionen. Oh, dieser Dr. Scherer war mir, der ist schon einer. Abu Hetzerei. Einfach fast 30 Grad oder was haben wir? Sterblich.
So. Ja, interessante Menschen, die hier reinkommen, ne? Auch gediegen, auch diese ruhige Art auch und alles, ne? Kann man ja auch direkt alles erklären und machen und tun. Oder nicht, hier wundervoll. Mich würde gerne mal interessieren, wie ihr, jeder Einzelne von euch, irgendwie zum Glauben gefunden hat. Ich würde gerne jeden Einzelnen von euch mal hier reinholen und mir mal anhören, wie jeder von euch zum Glauben gefunden hat. Aber ich glaube, darunter sind auch Leute, die jetzt nicht zu Jesus Christus gehören. Aber unter der Masse sind natürlich auch sehr, sehr viele Christen dabei. Ich lese, ja, wundervoll, aber ich war auch mal um Christen. Ja, natürlich, das ist auch kurz auf. Warte, ich fahre mal kurz hier vorne hin und gehe mal direkt auf Gebet sprechen. Ich gehe dann wieder so aus dem Bild. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, wir möchten dir danken für all das, was du für uns getan hast, Herr Jesus Christus, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast, Herr, mit deinem kostbaren Leben und dein heiliges Blut, Herr Jesus Christus, was du vergossen hast für uns, Herr. Wir möchten tagtäglich daran denken, wie wundervoll du bist, Herr, und dich loben, preisen und ehren, dich anbeten, Herr. Dir allein gebührt die Ehre, Herr, und dir allein wollen wir auch dienen, Herr Jesus Christus, und dir schenken wir auch unser Leben, Herr Jesus, und möchten dir auf Schritt und Tritt nachfolgen, Herr. Lass uns wahrhaftig zu denen gehören, die unerschrocken nach vorne marschieren, Herr, und nichts fürchten, Herr Jesus Christus. Und bitte stärke auch den Heiligen Geist in uns, Herr, der dich verherrlicht, Herr Jesus. Und bitte halte auch deine schützende Hand über deine Diener in den islamischen Ländern, Herr Jesus Christus, auch über diejenigen, die in die islamischen Länder ausreisen, um dein Wort zu verkünden, Herr. Die Evangelisten, Herr, die Geschwister im Allgemeinen, Herr Jesus Christus, erleichtere du ihnen den Weg und lasse sie niemals im Stich, Herr. Wir beten auch für die Muslime, Herr, dass die Muslime auch zur Einsicht kommen, Herr, dass ihre Augen geöffnet werden, ihre Herzen, Herr, dass sie erkennen, wie wundervoll und heilig du bist, dass sie dich zu ihrem Herrn und Heiland machen und erkennen, dass du Gott, der Allmächtige bist, der ins Fleisch gekommen ist, Herr Jesus Christus. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Amen, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten. So, da ist er ja, Dr. Scher wieder. Dr. Scher Abu Amir mit einem Gebet, das die Herzen wieder höher schlagen lassen. Hä? Vergiss niemals, lasst das Gebet niemals außer Acht, ihr Lieben. Wenn ihr könnt, überall wo ihr seid, betet den Herrn im Geiste an. Betet ohne Unterlass. Ja, wir sollen ohne Unterlass eigentlich beten, also dauerhaft im Gebet sein. Ne? Die Beziehung aufrechterhalten.
Hallo Amir. Ja, das ist ja, was für eine Sprache sprichst du denn eigentlich? Kurdisch oder was? Kurmanji? Ja, Kurmanji. Kurmanji, ja. Cevani. Cevani, Cici. Was ist was rasch? Cicoi. Warte. Ja, ich Mann, hab Amir, ja, Alter. Ich war ja mit, als ich in Halb saß, war ich ja mit so einem Aleviten auf Selle. Und ja. Durch ihn quasi habe ich dann diese CD gefunden, die mich dann irgendwann mal so total in den Bann gezogen hat. Ne? Das Lebenszeugnis eines Imams, der zu Jesus Christus gefunden hat. Das Echt? War eine ehrlich, das war heftig. Aber das finde ich gut. Ich finde das gut, wenn Menschen auch sagen können, okay, da habe ich ja, meinen Frieden gefunden, so gesehen. Ja, Gott sei Dank habe ich mir so Gedanken gemacht um meine Ewigkeit, weil ich will nicht eines Tages in die ewige Verdammnis gehen. Verstehst du? Deswegen ja. Muss sofort herausgefunden werden, was passiert mit uns nach dem Tod. Wo gehen also, wir hin? Wie können wir Errettung und Verdammnis bekommen? Wie siehst du die Person Gott für dich selber? Ist sie eifersüchtig? Ist sie sehr streng oder ist sie sehr liebevoll? Jesus Christus ist sowohl kompletter Zorn als aber auch komplette Liebe. Er liebt uns Sünder, aber er hasst die Sünde in uns. Verstehst du, dass wir so sündigen und so? Aber er liebt uns trotzdem wie ein liebender Vater, verstehst du? Okay. Nein, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, damit du das ungefähr wirklich. Ja, also wenn du zum Beispiel Kinder hättest und deine Kinder würden an dir sündigen, wärst du nicht immer wieder bereit, ihnen zu vergeben aus Liebe heraus? Ja, doch. Siehst du, und so ist auch Gott ein liebender Vater, der uns immer wieder unsere Missetaten zudeckt. Denn aber das Amir, Blut Jesu Christi reinigt. Ja, aber Amir, guck mal. Von aller Ungerechtigkeit. Aber Amir, guck mal, wir leben ja in so einer sündhaften Welt, also sehr sündig, mit Pornografien, mit Gewalt, mit Lügen, mit Hinterkriegen, mit alles. Die Menschen sind müde von allem, Jani. Es ist einfach so für die Menschen schwierig, den richtigen Weg zu finden, weißt du? Weiß das der Herr auch, dass wir in so einer Zeit leben? Natürlich, der Herr Jesus Christus, also du sagst, der Weg ist schwierig, der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur mich. Der Weg ist der Herr Jesus. Wir müssen also zum Herrn Jesus kommen. Merkst du, immer wieder, was du sagst, kann man sofort den Herrn Jesus Christus einschalten und seine Worte. Es hilft nicht, ne? Ja, das ist schon krass, Bruder, ja. Ich finde das einfach traurig, dass bei uns jetzt im Islam einfach so. Entschuldigung, da ruft gerade jemand wieder. Oh, das regt mich so auf. Warte, Amir. Was ist das? Amir, ich finde das einfach so schade, dass bei uns im Islam einfach alles mit Gewalt irgendwie so ein bisschen unterdrückt wird. Das finde ich schade einfach. Gerade weil ich ja Alevite bin. Hussein, ich sage es dir jetzt nochmal zum. Ich wiederhole es immer wieder, weil dieser Satz wirklich es in sich hat. Gib den Muslimen die Freiheit, sich zu entscheiden in islamischen Ländern, ob sie den Islam wollen oder in Freiheit leben wollen. Glaub mir, 99% würden sagen, wir wollen mit Religion nichts zu tun haben, wir wollen in Freiheit leben, so wie es hier Europa macht. Glaub es mir, alle würden den Islam verlassen, sich für die Freiheit entscheiden. Ja, es ist, man sieht das ja auch in Iran momentan, dass die Frauen ja auch von dieser Unterdrückung das Leid haben, ne? Natürlich, allgemein die Jugend in unserem Land, also in meinem Land. Du siehst ja, dass sie die Schnauze bis hier oben voll haben von dieser Bevormundung. Was soll das? Ja. Also Religion bestimmt über unser Leben. Wenn die Religion dein Leben bestimmt, dann soll sie doch dein Leben bestimmen. Aber was habe ich denn damit zu tun? Lass mich doch entscheiden, wohin ich gehen möchte. Warum musst du dir meine Religion denn aufzwingen? Warum musst du deine Religion anderen Menschen aufzwingen? Erzähl von ihnen, wenn jemand sie nachfolgen möchte, dann möchte ich nachfolgen, okay. Aber dass du mit Gewalt Leute zu deiner Religion zwingst und sagst, ja, wir müssen Allahs Gesetz hier an euch praktizieren. Dann gibt es aber auch Menschen, die aufstehen und sagen, um für ihre Freiheit dann kämpfen. Verstehst du?
Ja. Selbstverständlich, der Mensch ist doch ein freiheitsliebendes Tier sozusagen. Ne? Wir sind ja im übertragenen Sinne sind wir ja Tiere, Herdentiere. Und der Mensch möchte in Freiheit leben. Ja. Ja, du kennst das ja auch. Ich meine, du bist ja auch selbst Iraner, du warst ja auch damals Muslime, du redest ja auch mit Erfahrung und ich selber kenne das als Alevite auch. Wir sind damals, 1989 bin ich hierhin geflüchtet, geflohen vor der türkischen Regierung beziehungsweise vor der türkischen Bevölkerung, weil sie uns Aleviten da mit Farbe an der Wand geklebt haben und haben gesagt, das sind Leute, die musst du umbringen. Siehst du, also haben wir ein großes Problem mit solchen Menschen, die aufgrund auf einmal sagen, das sind so Jowl und so Kuffar und alles Mögliche. Die darf man gar nicht so erst mit Respekt und so behandeln. Du siehst, wie gefährlich der Islam und das islamische Gedanken ist. Warum machen die das? Warum? Warum? Ich meine, guck mal, man kann doch auch zum Beispiel sagen, okay, im Koran stehen jetzt ein paar Sachen drauf, die sind, sagen wir mal, unschön für die Menschen, die jetzt anders leben. Aber wieso können die Menschen dann nicht selbst mit dem eigenen Kopf sagen, okay, das ist ein bisschen zu radikal, das nehmen wir vom Kontext weg und sagen, okay, diesen Koran haben wir jetzt neu formatiert und sagen, okay, der ist so schön. Natürlich gibt es Menschen unter dieser großen Anzahl, die sehr liberal daherkommen und Andersgläubige jetzt nicht beleidigen. Aber darunter hast du auch eine Mehrzahl von Muslimen, die auf einmal aufgrund von Sure 9, Vers 28 beispielsweise, wo Allah sagt, Innamal Mushrikun an Najisun, also für wahr, die Götzen, die da sind, unrein. Und wenn die dann auf einmal diese Worte Allah so verinnerlicht haben, dass so jeder Mushrik ein unreiner Schweinehund ist sozusagen, ja, dann ist doch kein Wunder, dass die vergiftet werden in ihr Hirn. Unglaublich. Siehst du, woher das kommt? Das ist alles Allahs Schuld. Also ich weiß nicht, also ich muss ja, also ich selber, ich bin ja immer noch Alevide, ja, in dem Sinne sage ich ja auch, ne, dass Prophet Muhammad der letzte Gesandte ist und Allah mein Gott ist, das weiß ich, das sage ich ja auch, nur du kennst uns Aleviten, Amir, wir sind halt nicht so die Menschen, die sagen dann, verfolgt den, verfolgt dies, verfolgt das und unterdrückt den, unterdrückt das. Wir haben halt quasi unseren eigenen Kontext genommen und gesagt, ey Leute, so kann man gar kein Leben führen in dieser Art und Weise. Ja, natürlich. Ich sage doch, viele Aleviten haben ihren eigenen Islam so zurechtgebastelt. Also das hat nichts mehr mit Islam zu tun. Deswegen werden die Sunniten euch auch niemals als Muslime akzeptieren. Selbst viele Aleviten sagen, oh, wir sind keine Muslime, wir haben unsere eigene Vorstellung von Religion und alles mögliche. Also viele Aleviten essen auch Schweinefleisch und so, was absolut natürlich im Islam verboten ist. Ne? Ja gut, also ich sag mal so, es gibt ja so viele Sunniten, dass die Unterzahl der Aleviten weniger ist, dass die Sunniten schon mehrheitlich dann auch wahrscheinlich irgendwo auch Schwein essen oder Alkohol trinken. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Debatte nehmen, so weißt du, dass Aleviten Schwein essen oder so können, ist bestimmt so, bestimmt. Aber das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe das ja so genüge gesehen. Also der Kollege, mit dem ich da auch in Dings hab saß, der hat das ja auch gemacht. Ne? Ja, das ist für den ja, kein Problem gewesen. Der meinte, genau das meine ich ja. Weißt du, man unterstellt einfach ein Volk und sagt, das sind Schweinefresser, das sind Alkoholtrinker, das sind Leute, die so und so machen, weißt du? Und das finde ich einfach schade, dass man... Alles dreht sich nur um Schweinefleisch. Benehmen sich wie Schweine, aber haben ein Problem damit, dass anders so Schweinefleisch essen. Das ist unfassbar. Was stimmt das denn, wenn du kein Schweinefleisch isst, aber in der Spielothek am Zockerbiss und auf einmal danach voll die ein wenig hier am Ballern bist und hast du nicht gesehen, ne? Ja, aber Amir, guck mal. Schweinefleisch, was ist denn dieses Schweinefleisch? Amir, mal eine andere Frage. Stell dir mal vor, das Sunnitentum wäre so liberal wie das Alevitentum und wäre überhaupt gar nicht so radikal gewesen. Wie würdest du dann quasi dagegen sprechen, sagen wir es mal? Weil wir Aleviten, ich sehe mich als Alevite, also das alevitische Volk, als ein friedliches islamisches Volk in diesem Sinne. Da haben wir ja das Problem. Ihr seid ja weder islamisch noch irgendwas anderes. Ihr seid einfach eine andere Glaubensgemeinschaft. Du musst mal googeln, an was die Aleviten eigentlich so glauben. Dann wirst du denken, das hat ja gar nichts mehr mit Islam zu tun.
Ja, aber ich glaube doch Auch auch eure an. Kulturvereine, ihr geht ja auch nicht in eine Moschee oder sowas, ihr habt eure Kulturvereine und so. Genau. Aber wir glauben ja auch an den Propheten Mohammed und an Allah und an die 12 Ja, aber Imame. was ist das denn, wenn man an den Propheten Mohammed sozusagen glaubt, aber nicht nach dem lebt, was der Mohammed da in der Sunna gesagt hat? Da bringt das ja auch gar nichts, an ihn zu glauben. Ja, weil wir ja sagen in dem Moment, du, da ist damals sehr viel schlimme Sachen passiert und was der Koran jetzt auch in dieser Zeit, ich sag mal ganz vorsichtig, also ich will jetzt nicht Gott jetzt hinter sagen, dass so und so ist, aber das kann man mit dieser Welt nicht vereinbaren, das geht nicht. Ja, Man kann natürlich nicht ist das. sagen, bekriegt sie, tötet sie oder was auch immer oder andere Kontexte nehmen, das geht ja nicht. Der Kampf, auch wenn es euch zuwider ist, denn vielleicht ist etwas, was ihr mögt, schlecht für euch, und vielleicht ist etwas, was ihr nicht mögt, gut für euch. Verstehst du? Damit will der Allah sogar noch das schlechte Gewissen von den Muslimen nehmen, weil es gibt Muslime, die wollen nicht Andersgläubige bekämpfen und umbringen und so. Aber da sagt der Allah, nee, ich habe euch das vorgeschrieben, auch wenn du das nicht magst. Weil vielleicht gibt es eine Sache, die du nicht magst, ich aber das gut für dich finde. Merkst du, wer da eigentlich spricht im Koran? Ah, das ist echt eine schlimme Sache, ey. Mann, Mann, Mann. Ei. Was sagst du zu ISIS, Bruder? Was sagst du zu ISIS? Natürlich denkt man sich dann so als Außenstehender, das stimmt oder nicht? Amir, Auch was sagst du über ISIS? die Glaubensgemeinschaft im Islam, die es überhaupt noch gibt, sie praktizieren das schon vorhanden, wie Sahab im letzten Jahrhundert getan haben. Amir, guck mal, die ISIS, die ist ja, die haben Islamischen ja auch. Staat niemals hier irgendwie als unabhängigen Islamischen Staat diese Art geben. Ja. Mann, das ist unglaublich, ey. Ich meine ja, Endeffekt, Amir, ne, ich habe das ja gesehen, was ISIS gemacht hat. Und da hat man sich hinterfragt, ist das islamisch? Nein. Was sagst du dazu? Ich hab ein YouTube-Video rausgehauen. Ja, absolut. Absolut. Die Leute wollen erobern, sie wollen die Scharia einsetzen, sie haben ein Kalifat gegründet. Alles auf Basis des Islams. Also, man kann gar nicht authentischer sein als diese Gruppe. Natürlich machen sie hier und da Fehler, das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen richten sie nach Koran und Sunna. Da kann kein Muslim sagen, das sind Abgehirnte. Nein, das sind Muslime, die sich schämen und sagen, wenn das der Islam ist, dann ist der Islam ja das Teuflischste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Also, das bedeutet ja, wenn die zum Beispiel Türken, gibt es ja Araber, gibt es ja, also sagen wir mal die Sunniten, die sagen ja, wir wollen einen islamischen Staat, also dass die Welt islamisch wird. Und wenn ich dann dieses Beispiel gesehen habe, ISIS, Alter, wie die Leute dann gesagt haben, ja, der Christ, der muss Geld zahlen, Steuern zahlen, der andere muss zwangsweise zum Islam finden, sonst wird er gar nicht akzeptiert. Ich meine, diese Menschen, die jetzt leben, die würden damit gar nicht klarkommen, die Sunniten. Ja, das sage ich doch, weil sie hier in Europa aufgewachsen sind und mit ihrer Genau. Religion eigentlich nichts zu tun haben. Und das natürlich als ultra schlimm erachten, wenn es auf einmal Muslime gibt, die Sure 9, Vers 29 praktizieren und jeden bekämpfen, bis er an Allah glaubt. Da steht es ja, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an den jüngsten Tag und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten, in vollster Erniedrigung. Wahum sa'ilun? Und dann sagen die Gelehrten, dass wenn du die Jizya entrichtest, so wie Ar-Razi ibn Abbas und so, dass du einen Nackenklatscher bekommen musst auf dein hier Nacken und dann musst du das so geben, damit du dich gedemütigt fühlst. Du siehst also, dass der Islam Ja. absolut teuflisch ist in seinem Kern. Also wie du gerade merkst, ich hinterfrage sehr viel und viele Leute, die auch jetzt hier drinnen sind, auch Sunniten, die mögen das nicht, was ich hinterfrage. Die sagen, ich mache Propaganda. Leute, ich mache keine Propaganda, ich hinterfrage nur. Ja, die können das nicht fassen, dass es so Leute gibt, die auf einmal hier mit mir reden und den Islam auch in Frage stellen, sozusagen, wie du jetzt gerade. Weil du auch so einen kritischen Geist hast, verstehst du nicht, warum es zum Beispiel Muslime gibt, die im Namen Allahs ja morden? Das hat alles mit dem Islam zu tun. Deswegen sagen die, wir leben und morden für Allah. Das ist, wir sterben
Leben und Morden für Allah. Alles in Allah. Mann, 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 das ist auch eine Katastrophe, Leute. Ja, du bist ein vernünftiger Mensch, der menschlich denkt. Die sagen, nein, Gott, wenn Gott etwas befiehlt, wir machen's. Deswegen versuche ich das, so gut es geht, zu entschärfen und zu sagen, ey Leute, der Islam ist weder von Gott, ihr braucht nicht Leute zu ermorden, ihr braucht nicht irgendwelche Scharia zu errichten und alles Mögliche. Amir, meinst du nicht, dass... Der Koran sagt in Sure 482, wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr wahrlich viel Widerspruch finden. Und wir haben etliche gefunden. Ja. Das schreibt gerade einer Anschläge. Anschläge passieren überall, sei es von Sunniten, sei es von Christen, sei es von wen auch immer. Anschläge sind immer da, das sind immer für mich, Armin, ich sehe das so diese Anschläge sollte man als Einzelperson sehen, weil ich glaube nicht, dass man auf mehrere Völker bzw. auf das ganze Volk sagen kann, ja, das sind die Schuld. Weißt du, was ich meine? Also das wäre ein bisschen zu viel, meine ich. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn zum Beispiel dein Vorbild dir das vorgemacht hat und er es auch noch von dir verlangt, dass du Andersgläubige bekämpfen sollst aufgrund ihres Glaubens und sie unterdrücken solltest und die Religion Allahs über sie siegen lassen sollst, ja, dann muss man herausfinden, aber hat das was mit dem Islam zu tun, ja oder nein? Amir, du weißt doch, dass damals in den arabischen Zeiten, 1600 Jahre her, wie die Araber gelebt haben, die waren ja schon ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein bisschen wild unterwegs. Vielleicht kann es ja auch sein, dass der Prophet Mohammed da auch ein bisschen härter zugreifen musste, um die Leute bei Sinn zu bekommen, oder nicht? Das bestreite ich ja nicht, aber aufgrund von Andersgläubigen, also wenn du andersgläubig bist und dein Gott Allah dir zum Beispiel befiehlt, Andersgläubige zu bekämpfen, bis sie in deine Religion eintreten, ja, was soll das denn bitte? Ja. Ja, deswegen hat der Mohammed ja gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen sie dieser Forderung nach, so sind ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher. Ja. Erst wenn die Leute die Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, erst wenn sie die Shahada ausgesprochen haben, hat Muhammad aufgehört, sie zu bekämpfen und ihr Blut zu vergießen. Muss dir mal vorstellen, der Mohammed ist eigentlich der König des islamischen Staates. Warum haben eigentlich die Propheten nicht selber geschrieben? Also okay, sie haben ja gesagt, das waren ja irgendwie Analphabeten, aber wieso haben die selber nicht dem Buch geschrieben? Wieso mussten die erst sterben, bis irgendwelche Hadithe von Menschen niedergeschrieben worden sind? Wieso hat man das nicht selbst geschrieben? Wieso hat Jesus zum Beispiel die Bibel nicht selbst geschrieben? Also die Gesetze. Die Gesetze hat er doch Mose gegeben im Alten Testament, in seiner göttlichen Form. Mhm, okay. So, und Mose hat das dann aufgeschrieben. Gott diktiert, die Menschen schreiben auf. Ist doch ganz normal. Oh. Mann, 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 ey. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei uns Aleviten, also oder auch sei es auch die Schiiten, keine guten Anzeichen oder beziehungsweise auch keine guten Absichten, leider Gottes, von den Sunniten, weil ich auch irgendwie gestern versucht habe zu erklären, Leute, nur mit den Handreichen, mit dem Frieden, nur so kommen wir voran, weil die Leute lachen uns alle da draußen aus, weil ey Leute, was geht denn ab? Weißt du, was sie zu dir sagen? Ja, geh mal weg mit Handreichen und Frieden und so. Ja, und das finde ich schade. Das finde ich schade. Du hast natürlich was Gutes gesagt, was Menschliches gesagt, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. So sollten wir Menschen ja miteinander umgehen. Ja. Aber da gibt es Muslime, die sagen, nein, 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 sowas akzeptieren wir nicht. Erst wenn die Religion Allahs über alle anderen Religionen siegt, dann hören wir auf zu kämpfen. Amir, was ich mir für dich wünsche, und das meine ich von ganzem Herzen, ich hoffe, dass du irgendwann mal mit diesen Gelehrten wie Pierre Vogel oder alle anderen, die im TikTok sind, die auch sogar weinen, sogar wenn die rezitieren, dass du dich mal irgendwann mal mit denen zusammensetzt. Ich würde gerne mal sehen, wie die Argumente zusammenprallen. Ja, ich würde natürlich da Ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari al-Jalalay zitieren. Ihre Gelehrten, wo sie selber hinlaufen müssen, um nachzuschlagen und den Islam zu verstehen. Und das wissen die Leute auch. Meinst du, die haben keine Argumente, wenn du jetzt zum Beispiel gegenüber einem bist, also sagen wir mal Pierre Vogel oder wie auch immer, wie die alle heißen, dass sie dann kein Argument mehr haben? Meinst du das? Sag du es mir, wer ist heftiger, ein Pierre Vogel oder al-Jalalay?
Ich weiß nicht, wer Al-Jalalai ist, ja, aber. Da muss er herausfinden, wer diese Leute sind. Deswegen frage ich auch die Muslime: Seid ihr heftiger oder die ganzen Sahaba und die Gelehrten, die Ulama des Islams? Ja, wer denn jetzt? Ihr TikTok-Euro-Shisha-Muslime oder die wahrhaftigen Gelehrten? Shisha-Muslime. Wallah, wallah, einfach zum Wetter. Ja, das ist dann wirklich so aussprechen. Ja, aber und dann gibt es solche Euro-Shisha-Baby-Selfies, die mir sagen wollen, dass Ibn Kassir einen Fehler macht und dies und das und jenes. Da kann man ja gar nicht mehr den Büchern vertrauen, ne? Ja, aber Amir, wir müssen ja trotzdem irgendwie. Aber merkst du, warte mal, merkst du, immer passieren Fehler, wenn es auf einmal unbequem wird. Merkst du, immer wenn der Ibn Kassir auf einmal den Islam einen Riesenkrater verpasst, ist es auf einmal, er kann auch nur Fehler, er ist auch nur ein Mensch. Also ich hab sehr viele Debatten bei dir gesehen und auch viele Gelehrte, die sind an den Stocken gekommen, als du da ein paar Sachen gesagt hast, ne? Was soll die ihre eigenen Gelehrten denn angreifen? Das macht doch kein authentischer Moslem. Ein Sunni, ne? Der hat sich da seinen Tafsiren ja unterzuordnen, weil wer versteht den Koran denn besser? Ein Ibn Kathir oder ein Sheikh, der hier im 21. Jahrhundert lebt? Unglaublich. Unglaublich! Ja. Deswegen möchten sie nicht darüber diskutieren und möchten das halt so gut es geht unter den Teppich kehren. Hier, ich spiele hier kein Spiel, Leute. Ich hinterfrage, ich bin ein, trotzdem, der Armee ist hier, er redet zwar auf seine Art und Weise, aber ich bin auch einer, der auch hinterfragt, auch redet. Also jeder hat das gleiche Recht. Man muss nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten hier sagen lassen, ja, machst du Propaganda oder sonst was. Oder Leute, ihr könnt, ja. Die denken, ich habe jemanden bezahlt, sozusagen, der hier hinkommt und mit mir so redet. So ein Wahnsinn haben die in ihren Kopf so. Ja, Mann, einfach unglaublich. Ja, also aber trotzdem, Amir, wir müssen, du musst auch trotzdem da auch irgendwie einen Weg finden, dass die Leute. Du bist Staatsschutz, ja. Du bist auch vom Verfassungsschutz. Danke. Wir sind alle vom Verfassungsschutz. Verfassungsschutz, übertreib nicht, ja. Nein. Aber trotzdem müssen wir doch irgendwie einen Weg finden, oder? Beziehungsweise musst du doch einen Weg finden, dass du das da irgendwie mit denen klärst, oder nicht? Mit dem Sunniten. Ja? Du musst das doch mit denen klären. Du bist doch belesen. Du bist doch in der Sache, bist du doch dabei, oder nicht? Das kann ich doch. Wie willst du aus den Köpfen der Frau holen? Das kannst du nicht. Ich kann nur einige Muslime zum Umdenken stimmen. So, ne? Das sind jetzt nicht zwar wenige. Die alte Masse denkt natürlich, dass sie so lügen würden. So. Ja. Also ich sehe hier gerade auch sehr viele, wahrscheinlich Sunniten sind das oder so, die sagen zu mir, du bist nicht belesen, geh runter von hier. Leute, wollt ihr mich jetzt deswegen unterdrücken? Soll ich jetzt deswegen meinen Mund halten? Amir ist hier und unterhält sich mit mir und redet mit mir. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht, mein Gott? Unglaublich, ey. Gar nichts. Die verstehen es nicht. Die denken so, dass du dir eventuell den Islam blamierst. Dabei nein, tu's doch gar nicht. Mach doch gar nichts. Ich rede doch ganz normal mit dem Jungen hier. Leute, ihr müsst auch euren komischen Gedanken da mal ein bisschen ablegen, Leute. Ihr könnt auch mit dem selber reinkommen und reden. Aber ihr habt Angst. Das ist das Problem. Mann, Leute, ey. Also, guck mal. Trotz dessen, Amir, ne, also ich werde trotzdem in meinem Glauben, ja, werde ich trotzdem weitergehen, aber ich werde trotzdem sagen, dass wir alle zusammen ein friedfertiges Miteinander finden müssen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, das ist dein Gedankengut, was aber absolut unmöglich ist, weil die Muslime sich niemals reformieren lassen, verstehst du? Das wäre eine Bidda und jede Bidda führt in die Hölle. Und du verstehst das leider nicht, weil der Islam niemals zulassen würde, dass der Islam sozusagen, also die Muslime lassen es niemals zu, dass der Islam erneuert wird. Sie werden also jeden bekämpfen, der es wagt, Bidda zu machen, eine Erneuerung der Religion einzuführen. So ist es. Also ein unmögliches Unterfangen. Also wird das alles irgendwie so weitergehen, ne? Es wird einfach weitergehen. Es wird immer so weitergehen, das Blutvergießen, bis der Herr Jesus Christus zurückkommt. Einfach unglaublich. Immer schade. Ich finde auch wirklich schade, Mann. Einfach traurig, ja. Wir sind doch alle Menschen, Leute. Wir sind doch alle,
Weißt du, was ich meine? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Mann, 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 ey. Ja. Einfach beschissen sowas, weißt du, was ich meine? Ja. Aber was willst du machen, Amir? Guck mal, ich meine, wenn du auch jetzt zum Beispiel in Iran guckst oder bei uns in den kurdischen Gebieten oder in verschiedenen Ländern in den orientalischen Bereichen, die Leute sind da, die leben ärmlich, weißt du? Die haben nicht viel, die haben keinen Job, die suchen nun mal Zuflucht nach Europa halt eben, ne? Und wollen hier hinkommen natürlich. Ja. Ich komme jetzt gleich wieder, ja? Okay, okay.
da auf welche Gedanken sie da kommen. Jegliche Unterhaltung, die so kritisch über den Islam ist, so wie als wäre das so abgesprochenes, abgekartetes, völlig verrückt. Habt ihr denn gerade hier im Chat? Und da haben wir euch da auch mit diskutiert. Ja, wie lange musst du heute noch arbeiten? Ja, ein bisschen muss ich noch. Ne? Der T-Shirt-Tabak muss ja irgendwie ankommen an den Leuten. Die Leute brauchen ja natürlich ihren guten, authentischen T-Shirt-Tabak, nicht mit so einem Schritt von den anderen Bildungen. Ja, Mann. Ami, Mann, ja. Mann, Alter. Ja, das Ding ist einfach,
Amir, wie wird das jetzt weitergehen mit den Ländern jetzt, den islamischen Ländern? Wie wird das jetzt weitergehen? Gar nichts. Nach Offenbarung 3 die islamischen Länder sich zusammentun und Israel versuchen zu vernichten. So ist das. Und irgendwann mal lässt der Herr das auch zu und wird dann durch die Hand der Muslime sein Volk strafen. Das hat er auch schon im Alten Testament getan, als das Volk Israel andere Götter gedient hat oder so ja, nicht auf den Herrn gehört hat. Sofort haben die Züchtigung bekommen, die sofort. Aber wenn ich dir so zuhöre, du sagst ja sehr viel Kritik über den Islam aus. Und meinst du, das ist der richtige Ansatz oder der Kontext, um die Menschen zu erreichen? Ja klar, wenn du sie natürlich mit kritischen Punkten konfrontierst und sie sich selber auch darüber Gedanken machen, dann kannst du natürlich etwas in den bezwecken und sagen, ja, ich werde das Ganze nochmal nachprüfen. Verstehst du, was ich meine? Unter diesen Tausenden von Muslimen gibt es da natürlich auch noch eine breite Masse, die genauso alles in Frage stellen und nicht einfach blind glauben, sondern auch herausfinden, so ist der Islam jetzt die Wahrheit oder wird uns das einfach nur so die ganze Zeit mantraartig in unser Hirn reingepflanzt oder immer wieder wiederholt. Islam ist die Wahrheit, Islam ist die Wahrheit. Verstehst du? Aber was hat denn Mohammed davon gehabt, jetzt zum Beispiel diese Religion, also den Islam, zu verbreiten, nur um die Menschen in die Irre zu leiten, oder was? Das kann man doch gar nicht glauben, oder? Er wollte Macht und Position haben. So verständlich für jemanden, der Aber Wanderer so. der hatte kein Haus, der hatte kein Schloss, der hatte keinen Reichtum, der hat doch ganz normal gelebt. Weißt du, was die Gelehrten sagen? Er war ein Millionär, der Mohammed. In welcher Hinsicht? Er hatte so viel Geld, wie es geht, Frauen, so viel es geht, Kamele, so viel es geht, Häuser, alles. Der Mohammed war Multimillionär, Mann. Das weiß ich, also. Das ist eine billige Propaganda von diesen Muslimen, die Mohammed immer so als einen bescheidenen Menschen so uns näher bringen wollen. Aber die islamischen Gelehrten sagen etwas anderes und der Koran und die Biografie von Mohammed. Merkst du, die Muslime sagen A, aber die Gelehrten sagen B. Immer und immer Okay. wieder. Deswegen, du kannst einem Muslim niemals vertrauen. Nie. Du musst das immer gegenprüfen. Immer. Sobald ein Muslim etwas sagt, sofort musst du seine Aussagen prüfen, ob das der Wahrheit entspricht. Man kann ihm nicht glauben, man kann ihm nicht vertrauen. Die dürfen ja auch lügen und betrügen. Du musst dir mal vorstellen, der Imam Al-Ghazali sagt zum Beispiel, wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Guck dir Ja. das mal Unglaublich. Ja, Nick. Takia, ne? So diese Verschleierung. Die Ja. Lüge zur Wahrheit erklären, die Wahrheit zur Lüge, das ist unglaublich. Also man sagt ja zu mir, du Hussein, du bist Alevite, du bist kein Moslem, du kommst dafür in die Hölle und so weiter und so fort, ne? Sagen die ja zu den Aleviten. Und da frage ich mich, ja, was ist denn jetzt ein Moslem? Also was muss ein Moslem machen, damit er ein Moslem ist? Er muss ja so viele Bedingungen haben, um überhaupt muslimisch zu sein. Es ist ja ein Ja, weiter Weg. du musst die fünf Säulen des Islams erfüllen und darüber hinaus gucken, was Mohammed in der Sunna von sich gegeben hat, ne? Also was er gesagt hat. Aber muss man da jetzt im Koran, im Islam, alles genau das machen, was im Koran steht? 1a komplett? Ja, natürlich, sonst bist du ja ungläubig. Wenn du auch nur eine Sache nicht aus dem Koran praktizierst, dann kannst du dich auch gar nicht Muslim nennen. Und wenn es auch das Töten ist, dann ist es halt nun mal so. Entweder du akzeptierst oder du sagst, nein, ich möchte mit so einem Zeugs nichts zu tun haben. Aber der liebe Herr weiß doch, auch in dem christlichen, jüdischen, auch im islamischen, dass die Menschen sündhaft sind, dass die danach streben müssen, kämpfen müssen, um in diesen geistlichen Zustand zu kommen. Und es ist nicht einfach. Also er hat doch der liebe Herr auch Verständnis für diese Menschen, oder nicht? Nein, das Problem ist, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer, der nach Gott fragt. Wir allesamt taugen nichts. Deswegen kam er, der Sohn Gottes, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen.
Und wir haben auch den Wahrhaftigen erkannt, den Herrn Jesus Christus, als den Wahrhaftigen Gott, der Mensch wurde, ein perfektes Leben lebte und für unsere Schuld bezahlt hat. Der Perfekte für die Unperfekten. Der Gerechte für die Ungerechten. Der Wahrhaftige für die, ja, für die Dahingerafften. Du siehst also, Hussein, dein ganzes Leben besteht darin, weiter zu sündigen, weiter zu sündigen, weiter zu sündigen. Und wo willst du den Berg voller Schuld denn abladen? Sag es mir bitte. Das ist eine schwierige Sache. Man muss auch wirklich, man muss immer nach vorne gucken. Ne? Man muss wirklich, ja, Amir, wir leben wirklich in einer sündhaften Welt, Allah. Ich will es dir ohne Spaß jetzt. Ja, natürlich. Allah, du bist aus Frankfurt, ne? Allah. Nein, 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 ich bin nicht aus Frankfurt. Nein, 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 nein. Also, wir